Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen beim zweiten Teil des Fremo-Treffens in Jesenice in der Tschechischen Republik. Hier hat Einfahrt eine Baureihe 94 in Possendorf, die hier mit einem Durchgangsgüterzug in Possendorf durchfährt. Ich habe es da auch noch fotografiert. Und ja, da können wir gleich mal ein bisschen Lokomotivkunde machen. Ne? Baureihe 94 ist eigentlich als preußische T16 bekannt. Das ist auch die häufigste Baureihe innerhalb, die dann, also die häufigste Länderbahnbaureihe, die dann bei der Reichsbahn in der Baureihe 94 gelandet ist. Es gibt dann, das haben wir hier vor uns, dann auch noch Lokomotiven der Sächsischen Staatsbahn, die haben wir hier, das ist dann die Sächsische 11HT. Und ja, und dann gab es Baureihe 94 als Pfälzische T5 und noch als Württembergische TN. Hier der gleiche Zug in Kleinandorf. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Ja, da war irgendwie ein kleiner Huckel im Gleis. Der ja hier schon Formen angenommen hat. Also ich habe es ja begrast, das Ganze. Aber da wurde noch vor dem Treffen schnell Bäume gepflanzt, ein Zaun aufgebaut und Figuren am Bahnsteig aufgestellt. Hier gibt es eine von meinen Gleissperren. Der Zug fährt jetzt ins zweite Gleis ein. Wenn es ein bisschen flimmert, vor allem in den Videos auf der Rampe, da war relativ wenig Licht. Also hier soll das eigentlich gehen. Ich sehe es zwar jetzt beim Schnitt auch ein bisschen flimmern, da weiß ich jetzt nicht, woran es lag. So, hier haben wir einen Triebwagen, da bin ich leider raus, was es für ein Typ ist. Das ist wieder was für die Kommentare. Das war allerdings hier beim freien Fahren, da wurde hier getestet, ob er die Rampe hochkommt. Um es kurz zu machen, er kam nicht hoch. Da ist wohl irgendwie bloß eine Achse angetrieben. Also das ist ein Antriebskonzept, was ein bisschen befremdlich ist. Baureihe 57 mit einem, ja, das müsste eigentlich hier Nahgüterzug sein. Kann ich mich jetzt nicht so richtig dran erinnern. Vielleicht war es auch ein Durchgangsgüterzug. Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Den Zug hatten wir schon im letzten Teil. Das ist also wieder die 5T, die hier ein bisschen, also nicht ein bisschen radikal geändert wurde im Vergleich zum Pico-Modell mit einem Viehwagen hinten dran. Ansonsten hier ein preußischer Fakultativwagen und ansonsten Wiedbergwagen. Baureihe 55, ich hoffe, dass jetzt die 55 war, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, mit den bayerischen Kohletrichterwagen. Ist hier gerade im Kohlehandel unterwegs, der eigentlich Brennstoffhandel heißt. Ich sage immer Kohlehandel, ist aber eigentlich der Brennstoffhandel. So, Baureihe 75, auch da gibt es ja wie bei der 94 verschiedene Varianten, also verschiedene Baureihen in diversen Länderbahnen. Da gehen wir mal später drauf ein. Ja, dann haben wir hier den Windbergzug, der hat mittlerweile eine Baureihe 71 bekommen. Die 5T, die ist dann in den Güterzugdienst gewandert, wo sie, glaube ich, auch ein bisschen besser aufgehoben ist. Dann sind wir hier bei den tschechischen Kollegen. Also ich finde dieses, sehe ich ja immer mal bei den Treffen, diese dreiachsigen Dampfloks. Ja, bei uns die Baureihe 53 war es sicher auch in Kriegszeiten, wenn die Loks bis dahin überlebt hatten. Also im Zweiten Weltkrieg meine ich. Und ja. Also ein sehr schönes Modell. Da ist noch so richtig das Flair der K&K-Zeit. Das strahlt die Lok noch so ein bisschen aus.
Das ist übrigens auch so ein Thema, das, was ich eben früher auch immer erzählt habe, wo ich dann allerdings auf diesem Treffen auch wieder mal darauf hingewiesen wurde. Eigentlich weiß ich das, ne? Also man muss mich da nicht darauf hinweisen, aber man macht eben auch mal Fehler. Man sagt ja immer, ja, die Tschechen haben dann viele Loks von den Österreichern übernommen. Das gleiche gilt für die Ungarn, ne? Aber es wurden eben auch viele Lok für die Österreichische Staatsbahn in Böhmen und in Ungarn gebaut. Ja? Also letztendlich haben die zum Großteil ihre Lokomotiven, die sie dort gebaut haben, selber wieder übernommen. Ja? Es sind auch viele Lokomotiven, also ich hatte es gerade bei dieser Schnellzuglok, bei dieser 375, die wir im ersten Teil hatten, mal kurz reingeschaut. Die ist eben in Österreich im späteren, in der späteren Tschechei, damals hieß es ja noch Tschechei, und in Ungarn eben gebaut worden. Ne? Also die gleiche Baureihe in verschiedenen Fabriken. Und das ist eben da auch sehr verteilt. Dann, ne? In Deutschland ist dann mehr oder weniger, hat sich alles dann auf die ehemals preußischen Dampflokwerke konzentriert. In Österreich war das halt, also im K&K-Reich war das halt ein bisschen anders. Die Lokfabriken gab es dann auch danach noch und haben dann produziert für ihre dann neuen Länderbahnen. Ja, das ist auch ein schönes Gespann hier, ja, diese beiden dreiachsischen Dampfloks, die hier einen Kesselzug aus den Apollo-Werken abholen. Na, da wird ja unter anderem Treibstoff hergestellt. Und deshalb die vielen Kesselwagen. Hier nochmal ein kleiner Blick auf die Schmalspurbahn. Hier steht der Personenzug mit Güterbeförderung zur Ausfahrt bereit. Hier haben wir auch eine schöne Sache mit dem stillgelegten Gleis, was hier kreuzt. Das würde ich jetzt eher so in der Epoche 4 vermuten. Aber das ist ja auch so ein bisschen unser Problem bei Framold, dass wir eben viele Module dabei haben, die eigentlich für spätere Epochen gestaltet sind. Bloß bei dem stillgelegten Gleis, da fällt es nicht so auf. Es ist bloß wahrscheinlicher, dass es aus der Epoche 4 von der Gestaltung her ist. Hier haben wir einen tschechischen Kohlezug, also einen zukünftigen Kohlezug. Ne? Im Moment sind es ja alles Leerwagen. Die Baureihe habe ich jetzt nicht recherchiert, was da vorne dran hing. Da weiß ich aber, dass es bei diesen vierachsischen Maschinen da sehr, sehr große Vielfalt gibt. Ja, die wir da, wo ich die wahrscheinlich nicht gut ansprechen kann. Hier, das ist, das kann man schon ansprechen. Na, ja, das war mal eine Baureihe 55, die im Laufe des Krieges, ne, das ist schon wieder falsch, nicht im Laufe des Krieges, sondern als Reparation. Nun hat Deutschland ja an Tschechien keine Reparationen gezahlt, aber an die Amerikaner. Und die Amerikaner haben die Lokomotiven, die haben es natürlich nicht mit über den Teich genommen, die haben die Lokomotiven, die ihnen zustanden, an die neuen, also nach dem Ersten Weltkrieg, ne, an die neuen Staaten, die sich dann gebildet haben, verteilt, so haben auch die Tschechen diese Lokomotiven bekommen. So, hier ist richtig Full House im Schattenbahnhof bei den Tschechen, der tschechische Schnellzug, also Teile davon. Wir haben dann mal, mussten mal ein paar Wagen rausnehmen, weil die wirklich nicht gut liefen. Ja, das ist dann praktisch ein tschechisch-deutscher gemischter Schnellzug draus geworden. Hier wieder Windbergzug mit der 71 vorne dran. Leider ein bisschen unscharf. Und die Lok musste dann auch mal in die Reinigung. Das kann ich nicht so, ja? Ich kenne.
Ja, hier sind wir dann auch wieder mal ein kleines Stück Kleinhandorf, ne, mit einem 3D gedruckten Zaun. Das also ist ein Jägerzahn. Das ist von einem alten Foto. Ja, als dieser Bahnhof entstanden ist. Das auch wer jetzt Kleinhandorf das Empfangsgebäude nicht wiedererkennt. Das heutige Empfangsgebäude, also im Bahnhof gibt es nicht mehr, aber das Empfangsgebäude steht ja noch, ist dann mal umgebaut worden. Das, was wir hier auf dem Modul haben, ist sozusagen die ursprüngliche Variante. Ja, als dieser Bahnhof neu gebaut wurde, das ist dann mal ein bisschen vergrößert worden. Weil man da wahrscheinlich doch ein bisschen zu sparsam gedacht hat. Tja, und hier ist der Zug dann in Richtung Possendorf unterwegs, was wir jetzt hier am hinteren Bildrand sehen. Tja, hier haben wir wieder unsere beiden tschechischen dreiachsischen Güterzugloks. Ah, dann auch ein bisschen unscharf. Ah, jetzt wird es allmählich auf die Ferne scharf gestellt. Aber wir haben die beiden nochmal als Foto kurz vor Presno, wo man die sich nochmal in Ruhe anschauen kann. Ja, dann haben wir die schon erwähnte neue Brücke hier im tschechischen Teil, die wir also auch mitgebracht haben. Da ist, glaube ich, auch im Bastelvideo schon mal was drin gewesen, allerdings war es da noch nicht so fortgeschritten, wie wir das jetzt hier sehen. Da braucht es allerdings noch ein bisschen Gestaltung, dass das dann Formen annimmt. Und dann, aber ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern, da ist das fertig. Hier ein Güterzug im tschechischen Teil des Arrangements. Ich weiß es nicht genau, was das jetzt hier für eine Betriebsstelle ist. Das entzieht sich jetzt leider meiner Kenntnis. Aber auch hier ist schön gestaltet. Tschechischen Nebenbahnzug, der also auch sehr, ja, der ist ja mal richtig süß. Die Lok als Vierkuppler scheint mir hier schon fast ein bisschen überdimensioniert für den Zug, der hier mit vier Wagen daherkommt. Und dann haben wir hier noch einen tschechischen Zug, der allerdings jetzt eine kleine Nummer größer ist. So, bei den Baureihen kann ich da nur bestensfalls spekulieren, das bringt euch nicht weiter. Hier haben wir auch wieder den tschechischen Schnellzug, der hat dann mal wieder die Lok gewechselt. Hier eine 2C-Maschine, die Bauart ist mir nicht bekannt. So, hier wird wild gestikuliert. Im Brennstoffhandel. Wir haben jetzt hier einen Durchgangsgüterzug. Sich auf den Weg macht. Und die grauen, die waren noch bayerisch beschriftet. Die roten sind dann haben eine tschechische Beschriftung. Den Gaskesselwagen. Nicht entgleisen sind.
Und dann haben wir hier Baureihe 75 mit einem Personenzug, also 75-5, am halt zeigenden Signal vorbei, was allerdings in der anderen Richtung gilt. Das war bloß ein Dummy, Schon mal ansetzen. einfach damit, Possendorf ist ja eigentlich ein Endbahnhof, damit mir dort also niemand reinfährt und die Züge dann auch noch mal aufgehalten werden. Na, also ich mache dann quasi den mündlichen Fahrbefehl. Leider habe ich es ab und zu mal vergessen. Da hat vor allem gegen Ende des Treffens immer mal jemand davor gestanden und hat gewartet. Das war natürlich nicht so schön. Aber das müssen wir mal sehen, wie das in Zukunft. Also ich brauche da unbedingt ein zweites Signal. Ja, dann haben wir hier noch mal ein Foto vom Bahnhof Locket. Wenn wir hier, naja, die mal eine Sicht über das ganze Bahnhofsgelände haben. Und auch wieder zum Thema, ne, wir sehen hier auch jemanden, der da relativ jung ist, also Nachwuchsprobleme gibt es also zumindest bei den tschechischen Modellbahnfreunden wahrscheinlich nicht. Also da waren sehr viele Kinder da, die dann auch Fahrdienst gemacht haben oder hier Fahrdienstleiter. Und Locket ist wirklich eine Herausforderung, na, weil das nicht so einfach ist. Der ist also komplett verschlüsselt. Na, also kann man keine Weiche stellen, ohne irgendeinen Schlüssel rumzudrehen. Ja, dann hatte hier der Herr Berker einen Stand aufgebaut. Da gibt es also diverse Bausätze von tschechischen Güterwagen. Und die waren also hier im Angebot. Und naja, ich bin ja jetzt nicht so der Wagenbauer. Ich habe da mir nichts geleistet. Hier gibt es da noch ein Untergestell eines solchen Wagens. Das macht also doch einen sehr netten Eindruck, na, wie das so, na, von unten aussieht. Hier haben wir noch das Treiben im Schattenbahnhof, in dem Fall der tschechische Schattenbahnhof. Wie werden also Züge gebildet? Das erfolgt mit der Hand, na, also man nimmt vom Tisch einen Wagen, der eine Wagenkarte bekommt und dann hier hingestellt wird und die Wagenkarte eben dazu an den Wagen gestellt wird und die Züge fahren dann planmäßig in alle möglichen Richtungen. Hier haben wir die Apollo-Werke. Wo also alles hergestellt wird, was flüssig ist und stinkt. Ne? Treibstoffe, Öle und ähnliche Dinge. Ja, hier noch eine Verladestelle in den Apollo-Werken. Ja, es ist eine sehr, sehr interessante Module. Hier haben wir bei der Schmalspurbahn oder von der Regel zur Schmalspurbahn. Na, Portalkran. Und die beiden Bremswagen für die Schmalspurbahn. Im Vordergrund wieder so ein schönes kleines Lokduo. Auch die Brücke haben wir schon ein paar Mal im Video gesehen. Die kann man auch nicht oft genug sehen. Na, 3D gedruckt. Leider beim Transport auf dem Hinweg ein leichter Schaden passiert. Hier haben wir noch die beiden Trichterwagen im Steinbruch. Ja, und da sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.